Das Seufzen in unserer Hütte. 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 4 bis 7. Denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden wollen, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber dazu bereitet hat, das ist Gott, der uns als Unterpfand den Geist gegeben hat. So sind wir denn alle Zeit getrost und wissen, solange wir im Leibe wohnen, weilen wir fern von dem Herrn, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Diese Hütte ist unser Körper, unser Fleisch, und das hat erwiesenermaßen ein Eigenleben. Das merkt man als Christ vermutlich sehr viel intensiver und praktischer als jemand, der mit Gott nichts am Hut hat und ungläubig ist. In Römer Kapitel 7, Verse 22 bis 25 schreibt der Apostel Paulus: Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Paulus versuchte nie, sein Fleisch zu bekehren oder bat Gott darum. Er wusste, dass dies unmöglich war. Es war ihm klar, dass er einerseits aus einem todverfallenen Leib besteht und er andererseits trotzdem mit seinem Gemüt der Sache Gottes dienen kann. Mit Gemüt ist laut Wikipedia Folgendes gemeint, und ich fand das recht interessant, was da steht. Da heißt es: Mit Gemüt wird die durch die Gesamtheit der Gefühls- und Willenserregungen erworbene Einheit und Bestimmtheit des Seelenlebens bezeichnet. Das Gemüt wird dabei vergleichbar den Emotionen oder der Sinnlichkeit als Gegenpol zur Intelligenz bzw. zum Verstand gesehen. In einem engeren Sinne ist der Gemütsmensch ein Mensch, der Gelassenheit ausstrahlt und schwer aus der Ruhe zu bringen ist. In diesem Sinne bezeichnet der Begriff starkes Gemüt etwas Tugendhaftes. Mit Gemütszustand wird die akute seelische und emotionale Situation eines Menschen bezeichnet. Gemütsschwankungen beziehen sich auf seelische und psychische Instabilität. Soweit. Paulus war also tatsächlich ein gelassener Mensch, auch wenn man das anhand seiner manchmal strengen Briefe, seiner heiligen Ernsthaftigkeit, seines Hintergrundes und seiner Stellung und Position nicht unbedingt vermutet. Aber er war einfach ein Realist von Gottes Gnaden und konnte mit sich selbst und anderen Menschen gut umgehen nach seiner Bekehrung. Er hatte Frieden im Glauben an den gekreuzigten Heiland Jesus Christus gefunden, und auf diesem Fundament tat er seinen Dienst und lebte sein Leben. Und das dürfen wir ebenso. Aber das war für ihn sicherlich auch ein Prozess, nachdem er Jesus Christus auf dem Weg nach Damaskus wirklich kennenlernte. Apostelgeschichte 22,6. Zuvor war er überhaupt nicht der Überzeugung, dass all sein Wissen, seine Askese und Disziplin, sein religiöses Repertoire im Vergleich zur Wahrheit in Jesus Christus nur Dreck gewesen war. Philipper 3,8. Wir sollen auch gut mit uns selbst und anderen umgehen. Das gelingt uns nicht immer, und nicht selten seufzen wir ebenso mit Paulus und hadern mit unserem todverfallenen Leibe. Das kennen wir alle. Nur blieb Paulus an diesem Punkt eben nicht stehen und resignierte, vergrub und verschanzte sich und steckte den Kopf in den Sand. Nein, er hielt sich auch nicht für untauglich, Jesus nachzufolgen. Nein, er dankte Jesus Christus, der ihm seine Sünden vergeben hatte und den alten, sündigen Menschen sozusagen vor aller Ewigkeit aus dem Verkehr gezogen hat, weil Gott den gläubigen Menschen nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wahrnimmt. Darum konnte er und wir auch feststellen und sagen:
Ich lebe, doch nur nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Galater 2,20. Es ist der Glaube, also das unsichtbare Wissen, dass Gott lebt und es gut mit mir meint, der aus uns schwachen Menschen und Christen Nachfolger und Jünger Jesu macht und uns nicht alleine lässt. Und weil wir das nicht im Fleisch merken und bewerkstelligen müssen und können, sagt uns Jesus auch in Matthäus 11, 28 bis 30 die bekannten Worte: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. William MacDonald schreibt unter anderem in seinem Bibelkommentar zum Thema: Gegenwärtig sind wir nur an Geist und Seele erlöst, doch dann wird die Erlösung auch den Leib mit einschließen. Man denke nur daran, Gott hat uns mit diesem Ziel geschaffen, dem verherrlichten Zustand, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Und wie können wir sicher sein, dass wir einen verherrlichten Leib erhalten werden? Die Antwort lautet, dass Gott uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Wie schon weiter oben erklärt, ist die Tatsache, dass in jedem Gläubigen der Geist Gottes wohnt, ein Angeld darauf, dass alle Verheißungen Gottes an den Gläubigen erfüllt werden. Er ist ein Unterpfand des Kommenden. Der Geist Gottes selbst ist eine Garantie dafür, dass, was uns bereits teilweise gegeben hat, was Gott uns gegeben hat, eines Tages völlig uns gehören wird. Nur der feste Glaube an diese kostbaren Wirklichkeiten ermöglicht es Paulus, immer guten Mutes zu bleiben. Er wusste, dass er, solange er einheimisch im Leib war, er gleichzeitig ausheimisch vom Herrn war. Das war für Paulus sicher nicht der Idealzustand, doch er war bereit, das zu ertragen, damit er Christus hier auf Erden dienen konnte und eine Hilfe für das Volk Gottes war. Die Tatsache, dass wir durch Glauben wandeln, nicht durch Schauen, ist ein ausreichender Beweis dafür, dass wir nicht beim Herrn sind. Wir haben den Herrn nie mit unseren leiblichen Augen gesehen. Solange wir in diesem Leib zu Hause sind, führen wir ein Leben, das weniger eng und vertraut ist als das eigentliche Leben des Schauens. Soweit. Wenn wir im Fleisch wandeln, haben wir keine Ruhe für unsere Seelen. Dann sind wir nicht locker und gelassen und entspannt, sondern werden mitunter zum Nervenbündel und sind verzweifelt und schämen uns, weil wir vielleicht so viel Kopfwissen und so wenig Überzeugungstat haben. Dann merken wir, dass der Geist gegen das Fleisch streitet und umgekehrt und dass der Geist leider nicht immer gewinnt, obwohl er eigentlich im Sieg bereits lebt. Das beschwert uns und das macht uns manchmal traurig. Von einem sanften Joch hatte Paulus keine Ahnung und von einem demütigen Leben war er so weit entfernt wie die Sonne vom Mond. Aber das hat sich geändert. In Hebräer 12, 1 bis 3 teilt uns der Autor die Realitäten mit und macht uns Mut für ein segensreiches Leben in der Nachfolge unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus. Da steht: Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert, und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Wir haben keinen Grund, den Mut sinken zu lassen. Wir dürfen uns aber durch den Heiligen Geist, durch aktiven Glauben, durch biblischen Zuspruch immer wieder auch selbst zusprechen, dass wir erlöst sind, dass wir Kinder Gottes sind und uns das, auch wenn wir keine Kraft haben, von anderen zusprechen lassen. Gott
hat es gut mit dir gemeint und er wird das Werk, das er angefangen hat, in dir, in mir, auch zur Vollendung bringen. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, wie gelesen. Und darum wird er auch mit dir, mit mir das Ziel erreichen, der Seelenseligkeit. Gott segne, behüte, bewahre euch, er stärke euch an Körper, Geist und Seele und sei euch gnädig. Amen.